So ist das Leben. Eben noch liegt dir die Welt zu Füßen. Und im nächsten Augenblick schnallen sie dich auf einen Stuhl und jagen 2000 Volt durch deinen Körper. Da fängt man an, nachdenklich zu werden. Wie lange die ganze Sache wohl dauert? Und ob es sehr schmerzhaft ist? Es wird dir garantiert vorkommen wie eine Ewigkeit und höllisch wehtun. Wie konnte es nur so weit kommen? Leider erinnere ich mich noch sehr genau, wie alles anfing. Es war wieder einer dieser verlorenen Tage. Einer von vielen. Im Job lief mal wieder überhaupt nichts. Ich hatte bis zum späten Nachmittag geschlafen und danach ewig unter der Dusche gestanden. Den Schmerz wegspülen. Natürlich brachte das wie üblich nicht viel. Seinen Erinnerungen kann man nicht so einfach entkommen. Hat die Studie ergeben, dass die Auswirkungen von Elektrosmog weniger dramatisch einzuschätzen sind, als noch vor einigen Jahren angenommen. Die Regierung zieht deshalb eine Lockerung des Handyverbots ab dem Jahr 2074 in Betracht. In den Fällen der verschwundenen Prostituierten hat die Polizei noch immer keine heiße Spur. Die Anzahl der vermissten Personen beläuft sich nunmehr auf 42. Gestern Nachmittag kam es erneut zu einer Protestkundgebung im Stadtzentrum, bei der die angeblich nachlässigen Ermittlungen angeprangert wurden. Polizeichef Joseph Baumgartner äußerte sich dazu in einer Stellungnahme. Das NYPD unternimmt alles, wirklich alles, um das Schicksal der vermissten Personen zu klären. Unabhängig von ihrem sozialen Status, versteht sich. Jeder, der etwas anderes behauptet, macht sich der bewussten Irreführung der Öffentlichkeit schuldig. Prostituierte sind natürlich Bürger der Stadt New York, wie jeder andere auch. Und stehen damit unter dem Schutz des NYPD. Ich möchte die Öffentlichkeit und die Medien um etwas Geduld bitten. Wir unternehmen alles Menschenmögliche. Soweit Joseph Baumgartner. Ein Sprecher der Demonstranten forderte unterdessen den Rücktritt des Polizeichefs. Armer Schwätzer. Wer viel Steuern zahlt, hat viele Rechte. Wer keine Steuern zahlt, braucht nicht auf Hilfe zu hoffen. So einfach ist das. Wie mich das ankotzt. Du hast es gewusst, Annie. Viel früher als ich. Ich weiß noch, wie oft du mich vor der staatlichen Willkür gewarnt hast und ich nie richtig zuhören wollte. Als Polizist hätte ich es besser wissen müssen. Schau mich an. Ich war mal einer der Besten. Und jetzt? Ich vermisse dich so. Oh Mann. Ich glaube, es wird wieder Zeit für meine Pillen. Tut mir leid, Annie, aber ich muss das Zeug nehmen. Der Tag wird sonst zu hart. Und sieh es mal so, wenn ich die Dinger weiter wie ein Verrückter in mich reinstopfe, dann sehen wir uns wahrscheinlich früher wieder als gedacht. Ay caramba, liebe Leute, herzlich willkommen. Hier ist der Gringo. Und wir spielen den ersten Teil oder die erste Folge von Going Downtown. Das Spiel hatte ich ja schon mal angekündigt gehabt. Und hier unten sieht man gleich, wir haben ein Handy kommen. Warum auch nicht? Oh, mir ist da gerade was aufgefallen. Mal sehen, ob wir das nochmal einblenden. Ja, dieses Spiel spielt im Jahre 2072, soweit ich informiert bin. Und stammt tut das Spiel aus dem Jahre, ich glaube, 2008. Ja, guck mal hier, weg.de. 2008, ja, mit weg.de glaube ich noch gar nicht. Das heißt, dieses Spiel ist der Erfinder von weg.de. Hm, muss ich mir Gedanken machen? Können wir sie verklagen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob der Name da schon geschützt war. Denke eher nicht. Ja, wir sind also ein Polizist, der auf Honorarbasis arbeitet. Ja, ich weiß schon eine ganze Menge über dieses Spiel. Weil ich habe es vor etlichen Jahren schon mal gespielt, Punkt 1. Punkt 2, ich habe die Folge eben schon mal gespielt, aber leider auf, wie soll ich sagen, beim Aufnehmen auf die höchste Stufe, also auf die beste Stufe. Und da war das Ding 4 GB und ist doch etwas heftig. Also habe ich mal ein bisschen runtergeschraubt, weil normalerweise ist da auch kein Qualitätsverlust. Aber nun zum Spiel. Wir haben also ein Handycom. Hier haben wir einen Tag- und Nachtwechsel, den können wir also umschalten. Können es aber noch nicht machen. Hier haben wir eine Übersichtskarte, können wir auch noch nicht. Und wir haben hier ein Tagebuch. Und das klicken wir gleich mal an. Unerledigte Aufgaben, erledigte Aufgaben. Wir haben gar nichts. Wir sind ein Nichts. Ja, dann werden wir einfach mal Comstation benutzen. Wireless gibt es ja da wohl nicht.
Das Handcom geht nicht an. Oh nein, ich ahne, woran es liegt. Das nächste Verbindungskabel, das kaputt ist. Ja, Freunde, einfach diese Mistdinger halten nichts aus. Und wo kriege ich jetzt schon wieder ein neues her? Ja, kaufen. Würde ich einfach mal sagen. So, wir haben hier eine leere Tasse. Direkt am Waschbecken. Und ich muss sagen, irgendwie drückt mir gerade die Blase. Also ich habe für ihn gesprochen. Mann, ich möchte mal wissen, was diese scheiß Tabletten mit meinen Nieren machen bei der Farbe. Und ich verstehe nicht, in deiner eigenen Wohnung, warum du dich nicht auf Toilette setzt. Willst du immer das Spritzenwasser wegmachen? Oder wenn nicht, dann heb wenigstens die Brille. Aber hast du auch nicht gemacht. Jack, du bist ein Schwein. So, was haben wir hier? Haben wir ein Bett? Hier haben wir einen Teledoktor. Und hier haben wir ein Foto von Annie oder Annie. Mal angucken. Ja, das war's jetzt. Warte mal hier. Ein Bargelddrucker. Kohle her. Ich drucke mir mal 2000 Dollar aus. Das muss genügen. Ist das nicht herrlich, wenn das sowas geben würde? In dem Sinne gibt's ja sowas halt, aber nur in Banken. Oder Sparkassen oder weiß der Himmel wo. Also, Anis Foto brauche ich nicht. Ach doch, ich guck mal mein eigenes Foto an. Foto von Jack. Das bin ich mit meinem Baby. Okay, noch so ein Chaot. Mein Motorrad ist mein Baby. Oh yeah. Komm, Teledoktor. Hallo Jake, was kann ich für dich tun? Ja, wie man sieht, wie gesagt, also Point-and-Click-Spiel. Und man sollte normalerweise fast alles durchklicken oder überhaupt alles durchklicken, aber wir beschränken uns auf das Wesentliche, würde ich sagen, zumindest am Anfang, weil, wie gesagt, ich habe es ja eben schon mal. Ja, das ist eines der wenigen Spiele, die ich jetzt überhaupt machen kann, weil mein Monitor leider kaputt gegangen ist, mein größerer, und jetzt hänge ich hier an so ein Mini-Ding, was ich eigentlich noch übrig hatte. Sonst könnte ich überhaupt nichts machen. Tja, was soll's. Und einige Spiele, wie gesagt, kann ich zurzeit nicht machen. Aber das werdet ihr dann sowieso merken, beziehungsweise ich habe es schon mal in einer Folge jetzt erwähnt, die lade ich auch noch hoch. Oder besser gesagt, habe ich glaube ich schon hochgeladen. Oder ich werde sie hochladen, je nachdem. Also ich bin ja noch mit dem Spiel. Und die andere Folge von der Marionettenspieler war das nämlich, der Marionettenspieler, jawohl. Da habe ich schon mal gesagt, dass eben mein schöner Monitor im Popo ist. Ich habe wieder diese Enge in der Brust. Schon wieder? Jake. Du weißt, dass die Ursache dafür psychischer Natur ist. Du bist einsam. Geh raus und lern eine andere Frau kennen. Das wird dich auf andere Gedanken bringen. Wen ich wo kennenlerne, geht dich überhaupt nichts an. Wer sagt dir überhaupt, dass ich auf andere Gedanken kommen will? Scheißding. Ja, und an dieser Stelle, vielleicht hört irgendjemand oder guckt irgendjemand dieses Video von LG oder Pioneer oder weiß ich, wie die alle heißen, und spendiert mir einfach mal einen neuen Bildschirm. Wäre ganz reizend von euch. Naja, man kann es ja mal versuchen, oder? So, die Enge in der Brust war also nicht hier, komm. Ich fühle mich einfach nicht besonders. Verstehe. Du hast wieder an Annie gedacht, richtig? Du weißt doch, dass das nicht gut für dich ist. Zu viel Nachdenken macht dich krank. Aber ich werde dir helfen. Halt ganz still. Ich habe da etwas für dich. Hey, bleib mir mit deiner Spritze vom Leib. Wenn ich high sein möchte, sage ich dir Bescheid, okay? Und lass Annie aus dem Spiel. Ich denke so viel an sie, wie ich es für richtig halte. Ja, hören wir uns die letzte Runde an. Leere tiefe in der Magengegend. Ich meine, ist klar, was da jetzt ist, oder? Dass er Hunger hat. Aber, Mir fehlt nichts. Kannst abschalten. Er sagte, bleib weg mit der Spritze. Wie wird die verabreicht? Ey! Bam! Oh mein Gott! Verdammt, was war das denn? Eine Explosion? Vielleicht kann ich draußen auf der Straße sehen, was los ist. Oh mein Gott, mit der Explosion habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ja, bezüglich der Spritze. Wie wird ihm denn die Spritze verpasst? Muss er sich hier in der Mitte aufsetzen, auf dem Bett hier, auf Kissen Nummer 2 und die Arschbacken nicht anspannen und dann kommt von unten eine Spritze raus oder... keine Ahnung. Oder muss er seinen Arm einfach hier rauflegen und dann kommt hier irgendwie so ein Piekser. Keine Ahnung.
Ich meine, kann man nicht vorstellen, dass die Spritzen sind wie hier bei Raumschiff Enterprise, dass einfach nur so ein Luftding darin gedonnert wird, so pschuh, dass er damit erledigt wäre. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, nutzt alles nichts, wir müssen runter. Machen wir. Straße vor Jacks Apartment. Weit und breit nichts zu sehen von einer Explosion. Muss eine ganze Menge Blocks entfernt passiert sein. Hey, da hinten liegt jemand auf der Straße. Eine Frau. Besser, ich helfe ihr möglichst schnell. Nein, helf ihr nicht. Die bringt nur Ärger. Bevor wir ihr helfen, reden wir mit Lisa Tuttle. Oder Turtle? Tuttle. Lisa Tuttle. Hallo, Mr. Crawley. Hallo. Wie geht es Ihnen? Ah, jetzt wissen wir auch die Nachnamen. Crawley. Also Jack Crawley. Kann ich mir sowieso nicht merken. Für mich heißt er einfach nur Jack. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Was war das eben für eine Explosion, Mrs. Tuttle? Da haben Sie mal wieder eines der schönen alten Häuser in die Luft gejagt. Ab heute beginnen doch die Sprengungen auch in diesem Distrikt. Sagen Sie jetzt nicht, Sie hätten davon noch nichts gehört. Ja, ich kann jetzt auch einfach pausieren mit der Leertaste. Und habt ihr die Gesicht von der Miss Tuttle hier gesehen? Die scheint so tätowiert zu sein, wie so ein, weiß ich nicht, Gepard oder so. Also so sah mir jedenfalls aus. Stimmt, die reißen die alten Gebäude ab. Jetzt fällt's mir wieder ein. Kam ja sogar in den Nachrichten. Eine Schande ist das. Als ob wir von diesen hässlichen Riesenklötzen mit diesen Wohnschachteln nicht schon genug hätten. Da hinten liegt eine ohnmächtige Frau. Haben Sie gesehen, was passiert ist, Mrs. Tuttle? Sicher. Sie kam um die Ecke gerannt, blickte sich panisch um und brach dann zusammen. Wahrscheinlich betrunken. Vielleicht kam sie von einer Party. Um die Uhrzeit? Naja, vielleicht. Wecken Sie sie doch einfach und fragen nach. Das sind doch die besten Partys, wenn die erst morgens enden. Aber woher weiß er, dass sie ohnmächtig ist? Vielleicht schläft sie auch einfach nur. Oder ist sie ja tot? Oh mein Gott. Was spricht man denn so auf der Straße? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Keine Ahnung. Kriege momentan nicht viel mit. Mein bester Ehemann von allen spinnt mal wieder. Lässt sich jeden Tag volllaufen. Und wenn er nicht rumpöbelt, will er... Naja, sich näher austauschen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich fürchte, ich verstehe. Ja, normalerweise bei dem Spiel kann ich auch Sprechblasen anmachen. Aber ich verzichte drauf, weil die kann durchaus sein, dass sie unwahrscheinlich viel Platz vom Bildschirm direkt wegnehmen. Und wenn man jetzt das Video einfach nur auf klein guckt, also nicht auf Vollbild sozusagen, weiß ich nicht, ob das denn vielleicht ein bisschen nervig ist, wenn da dauernd diese weißen Dinger mit den Schriften denn aufploppen. Von daher lasse ich das einfach weg und spiele so, wie ich es jetzt gerade spiele. Was spricht man denn so auf der Straße? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Haben Sie schon mitbekommen, dass Trisha Trillian aus dem 26. Stock eine Abtreibung hat vornehmen lassen? Gleich Drillinge wohl. Da weiß man nicht, was man davon halten soll. Aha. Was spricht man denn so auf der Straße? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Ihre Kollegen waren vor kurzem hier, haben gefragt, ob ich irgendwas von illegalen Handcoms wüsste, die hier in der Gegend unter der Hand verkauft würden. Weiß ich natürlich nichts drüber. Oh, ist das vielleicht ein Hinweis für unser Kabel, was kaputt ist? Komm, einmal fragen wir noch, was Sache ist hier. Was spricht man denn so auf der Straße? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Haben Sie schon gehört, dass Sie gestern Señor Valdez aus dem 19. Stock tot in seiner Wohneinheit gefunden haben? War ja zu erwarten gewesen. Wer sich 400 Kilo anfuttert, muss sich nicht wundern, wenn er eines Morgens nicht mehr aufwacht. Wahrscheinlich mussten Sie ihn in Einzelteilen abtransportieren. 400 Kilo. Also wenn ein Bett genauso groß ist wie Jack Sainz, dann... Dann passt nur die Hälfte ins Bett. Komm, aber jetzt weiter. Bis dann. Ich muss weiter. Bis dann. So, jetzt kümmern wir mal uns hier um die unbekannte Schöne. Nicht davon Anzeige bekommen als Polizist und wegen unterlassener Hilfeleistung. Also, wir haben hier so ein Händchen. Das heißt, wir werden jetzt vertatschen. Oder? Hallo, aufwachen.
Sie ist verdammt hübsch. Aber ein wenig nach Party riecht sie schon. Hey, was ist mit Ihnen? Geht es wieder? Ich... Kommen Sie, stehen Sie auf. Sie können hier nicht liegen bleiben. Wer? Ich... Soll ich einen Krankenwagen rufen? Nein, bitte, kein Krankenwagen. Ich... Leute, die Stimme. Ist das nicht furchtbar? Also seine ist gut, aber ihre... Nein. Bitte nicht. Ich... Nein. Ich bin okay. Glaub ich. Kommen Sie, ich helfe Ihnen auf. Okay. Das ist lieb von dir. In dem Zustand kann ich Sie nicht gehen lassen. Vielleicht kommen Sie erstmal mit zu mir. Ich wohne gleich hier im Haus, da können Sie sich etwas erholen. Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich bin Polizist. Ist gut. Oh Gott. Habt ihr die Tätowierung gesehen? So eine Sonne. Sonnentätowierung. Vielleicht ist sie nochmal wichtig für irgendwann im Spiel. Ich weiß es nicht. So, da wären wir. Möchtest du dich setzen oder besser hinlegen? Ja, hinlegen wäre gut. Irgendwie dreht sich alles. Kein Problem. Möchtest du vielleicht auch was trinken? Oh, das wäre lieb. Vielleicht ein Wasser? Das trifft sich gut. Etwas anderes hätte ich auch nicht da gehabt. Mit Alkohol habe ich es nicht mehr so. Wirklich? Ich wünschte, ich könnte das auch von mir behaupten. Gib Ruhe! Wer? Hat jemand von euch was gesagt? Ja, habt ihr umgesehen? Da hat so ein Monitor aufgeleuchtet. Das heißt, es ist Jacks Tagebuch. Und hier steht was. Also einmal kann ich es ja vorlesen. Die Frau war völlig fertig. Sie wollte nur etwas trinken und sich hinlegen. Viel konnte ich ihr da nicht bieten. Naja, was zu trinken und hinlegen? Also, mehr will sie doch gar nicht. Brauchst ja also nichts bieten. Ja, wollen wir mal ein Bett ausfahren? Bett ausfahren. Oh ja. Leg dich ruhig hin. Etwas Ruhe wird dir gut tun. Danke. Meinst du, ich kann vorher noch etwas zu trinken haben? Ach ja, das Wasser. Einen Moment. Okay. So, Bargeld. Ob wir ihr auf... Wollen wir ihr Bargeld geben? Nein, wir nehmen die leere Tasse und gehen zum Waschbecken. Was auch sonst. Wasser sonst. Die Tasse ist jetzt voll mit Wasser. Ja, und dann können wir ihr das geben. Das tut gut. Danke. Kein Problem. Vielleicht erzählst du mir mal, was eigentlich passiert ist. Du bist noch etwas zu jung, um einfach auf der Straße umzukippen. Ich weiß nicht. Es ist alles wie ausradiert. Ich bin irgendwo hingegangen. Ich weiß nicht, wohin. Ich war in einem dunklen Raum. Da waren Menschen, viele Menschen. Ich bin gerannt. Irgendwas war hinter mir her. Das nächste, an was ich mich erinnere, ist dein Gesicht. Wie heißt man Retter eigentlich? Retter? So hat mich auch noch niemand genannt. Gefällt mir. Mein richtiger Name ist allerdings Jake. Hallo Jake. Ich bin Rose. Rose, das ist ein sehr schöner Name. Ich denke, du wirst dein Gedächtnis bald wieder haben, Rose. Wahrscheinlich ist es nur der Schock. Ich weiß nicht. Es kommt mir alles vor wie ein Traum. Irgendwie ist da nur Schwärze. Und ein Gefühl von... Von Panik. Am besten schläfst du erstmal ein bisschen. Dann sehen wir weiter. Hier kann dir jedenfalls nichts passieren. Du bist so gut zu mir, Jake. Und ich kann dir nicht mal sagen, ob ich das verdiene. Das weiß ich auch nicht, Rose. Alles, was ich weiß, ist, dass du seit langem die erste Frau in meinem Bett bist. Und dass sich das gut anfühlt. Ja, wie ich schon sagte, deinen Nachnamen habe ich schon wieder vergessen. Irgendwann mit C. Conning oder Cannelloni oder... Kommen wir in die Firma, aber gleich. Keine Ahnung. Oh, wir haben Nacht. Und keine Rose da. Oh Mann, ich bin eingeschlafen. Wo ist sie hin? Und warum steht das Fenster offen?
Ja, warum steht das offen? Der ein oder andere kann sich bestimmt denken, warum es offen steht. Aber es ist mir zu laut, wir machen das Fenster zu. Ja, wird ja nicht leiser. Sehr seltsam. Was sind das für Scheiben? Aber sie hat ihre Tasche hier gelassen. Komm, reingucken. Rose hat ihre Handtasche liegen lassen. Okay, jetzt ist im Inventar. Mit rechts können wir da ja nichts machen. Wir brauchen einfach nur mit links, soweit ich feststellen musste. Ich schau mal rein. Ja. Kondome, Schminkzeug. Ah, das Foto hier kann ich vielleicht noch brauchen. Und was zum Teufel soll dieses goldene Etwas hier sein? Mhm. Da blinkt ihr wieder nach oben. So, nochmal angucken. Nee, jetzt können wir mit rechts. Das ist das seltsame Etwas, das ich in Roses Handtasche gefunden habe. Keine Ahnung, was es sein soll. Okay, dann machen wir das. Ein Bild von ihr auch. Bett einfahren. Ey, du sollst dir das Bild ansehen. Achso, was macht er jetzt? Diese Zeichen da unten, hier, dieses hier, da kann ich immer überspringen. Ein Foto von Rose und ihrem Hund. Nicht schon wieder eins von diesen neumodischen Schwarz-Weiß-Holos. Aber krieg an. Kann man das vergrößern, das Bild? Du setzt dich jetzt nicht hin und guckst es nochmal, oder? Ein Foto von Rose und ihrem Hund. Nicht schon wieder. Gut, können wir überspringen. Ja! Ist die Rose eventuell aus Fenster gesprungen? Hm. Oder ist sie einfach nur abgehauen, hat ihre Handtasche vergessen oder will, dass ich die Handtasche finde? Oder wurde sie entführt? Wir wissen es nicht. Wir erfahren es aber in der nächsten Folge. Toll, dass ihr zugeschaut habt in der ersten Folge oder im ersten Teil und hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß hattet und in der nächsten Folge dann wieder dabei seid. Also, mach's gut und danke.